Der ehemalige Präsident des argentinischen Fußballverbandes Julio Humberto Grondona ist in Buenos Aires beerdigt worden. Der 82-Jährige erlag am Mittwoch einem Herzleiden in einem Krankenhaus in der argentinischen Hauptstadt. Die Menschen in Buenos Aires zollten dem FIFA-Vizepräsident ihren Respekt, standen an der Straße, während der Leichnam von Grondona zum Friedhof gefahren wurde. 1979 hatte Grondona den Posten im argentinischen Fußballverband übernommen, ein Jahr nachdem das Land erstmals Weltmeister wurde. 1986 beim zweiten Triumph der Albiceleste war er dann mit dabei. Zu den Trauergästen in Buenos Aires gehörten auch Lionel Messi, Juan Riquelme sowie der FIFA-Präsident Sepp Blatter. Grondona hatte an der Seite von Blatter gearbeitet und auch zu ihm hatten die Menschen eine zwiegespaltene Haltung. Bevor Grondona Präsident des Verbands war, hat Argentinien keinen Titel geholt. Mit ihm zwei. Ich habe Grondona nie gemocht. Zu viele Tote, ein fragwürdiges Management. Ich konnte ihn nie leiden. Grondona wurde neben seiner Frau beerdigt, die 2012 verstarb. Sein Nachfolger für Argentiniens Verband soll im Oktober bekannt gegeben werden.